Moin moin und herzlich willkommen zu TWS. Ihr habt es sicherlich schon erraten, heute geht es um X-Wing und wir wollen Asteroiden bauen. Für den ersten Schritt im heutigen Atelier benötigen wir Plastikkarton von etwa 1 mm Stärke, einen Stift, eine Küchenschere und die Asteroiden aus der Grundbox. Ein paar von euch werden jetzt sicherlich sagen: Warum sollen wir hier diese Asteroiden in 3D darstellen? Das ist doch viel zu unpraktisch fürs Spiel. Aber mal ganz ehrlich, das sind doch die, die auch die Raumschiffe abmachen und nur mit diesen Plättchen spielen. Boring. Ich fange dann jetzt mit so einem Stück Plastikkarton an. Das ist in etwa 1 mm dick. Man kann sicherlich auch irgendwie dünneren Plastikkarton nehmen. Da ich später noch mit dem Styrocutter arbeite, nehme ich aber lieber was Dickeres, weil der Styrocutter auch dünnen Plastikkarton einfach durchschneidet. Wenn man keinen Plastikkarton hat oder verwenden möchte, würde auch sowas wie ein Pizzakarton gehen. Hauptsache, man hat eine etwas stabilere Unterlage als später das Styrodur. Ich nehme mir jetzt einen von diesen Pappmarkern, die in der X-Wing Grundbox drin sind, nehme mir einen Stift und mache einfach mal die Umrisse. Dann nehme ich mir eine Schere und schneide das aus. Und das mache ich jetzt auch noch mit den anderen Asteroiden. Die Asteroidenform habe ich jetzt ausgeschnitten. Da sind jetzt hier die fertigen Plastikkartonplättchen. Für den zweiten Schritt brauchen wir Styrodurreste, Sand, Leim und entweder ein Messer oder, wenn ihr habt, einen Styrocutter. Jetzt schnappe ich mir Styrodurreste und klebe diese Plättchen auf diese Reste drauf. Da der dickste Asteroid wahrscheinlich auch der höchste ist, werde ich mir auch einen hohen Styrodurklotz erstmal nehmen. Hier, ich gucke mal kurz, der passt leider nicht, der ist ein bisschen zu klein. Hier habe ich noch einen, der relativ hoch ist. Da kann ich den draufkleben. Dann mache ich das auch gleich mal. Dafür nehme ich einfach einen Holzleim als Wegwerfefinger. Draufdrücken, trocknen lassen und mit den anderen weitermachen. Die kleinen hier, die kann man hier prima auf so ein etwas dünneres Stück Styrodur. So, das Ganze muss jetzt erstmal trocknen und dann schneiden wir das Styrodur schön um diese Plastikkartonplättchen ab. Wenn die Teile dann soweit getrocknet sind, dann können wir entweder anfangen, mit dem Messer hier lang zu schneiden. Wird man erstmal das Grobe wegschneiden und dann ein bisschen feiner hier drumherum gehen. Ihr seht, das klappt auch mit dem Messer ganz gut. Da ich einen Styrocutter habe, werde ich aber dafür den benutzen. So, ich habe ja hier diesen etwas dickeren Plastikkarton genommen, damit er nicht schmilzt. Also er würde natürlich schmelzen, wenn man lang genug mit dem heißen Draht lang geht, aber wenn man den nur als Führungsschiene benutzen möchte, dann funktioniert das ganz gut. Das funktioniert auch mit Pappe, wenn sie nicht gerade so ganz dünn ist, also ein bisschen fester, sollte sie schon sein. Und was natürlich auch von Vorteil ist, wenn man hier so eine Stütze unterklebt, wenn der Asteroid dann später auf dem Spielfeld steht, der hat dann halt hier unten, wenn das jetzt nur so eine Styrodurkante wäre. Man sieht das, also das geht relativ schnell kaputt und so hat das dann noch mal ein bisschen mehr Festigkeit. So, ich schneide jetzt erstmal einmal um meine Asteroiden komplett das Styrodur weg. Jetzt nehme ich mir hier ein Messer, weil das tatsächlich meiner Meinung nach einfacher geht als mit dem Styrocutter und bringe das so einigermaßen in Form, dass das so, ja, wie man sich halt so einen Asteroiden vorstellt, ne? Das Schöne ist, wir müssen jetzt gar nicht darauf achten, dass das glatt wird, sondern wir wollen ja schon ein bisschen Struktur haben. So ein Asteroid ist ja nun auch nicht so glatt, wenn der da mit was weiß ich wie viel 1000 Kilometern in der Stunde durchs All rast. Kann man natürlich, je nachdem, wie man das haben will, noch anpassen, höher oder niedriger machen. Das mache ich jetzt erstmal mit allen 6 Asteroiden. Jetzt möchte ich das natürlich noch verfeinern. Dafür wünschte ich hätte meine Fingernägel ein bisschen länger gelassen, weil jetzt nehme ich mir hier so immer so kleine Teile raus. Jetzt nehme ich meinen Sand und meinen Leim. Mache hier dann auf so einen kleinen Asteroid erstmal ein paar Kleckse drauf. Das muss nicht überall sein. Ich würde es eigentlich auch sogar
eher in die Vertiefung machen und nicht so weit nach oben. Und dann schütte ich einfach ein bisschen Sand drüber. Die Asteroiden sind dann soweit fertig gebastelt. Wer will, kann natürlich noch irgendwie, wenn ihr ein kaputtes Schiff habt oder sowas, hier irgendwo einen Flügel ransetzen oder ein kaputtes Cockpit oder sonstiges. Da sind der Fantasie wohl wenig Grenzen gesetzt. Bevor wir jetzt grundieren, heißt es wie so oft, allerdings erstmal wieder trocknen lassen. Für meine Farbwahl der Asteroiden benötige ich dann im letzten Schritt erstmal schwarze Abtönfarbe zum Grundieren und danach verschiedene Grautöne. Je nachdem, wie ihr eure Asteroiden anmalen möchtet, müsst ihr eure Farben natürlich auswählen. Der Leim ist dann jetzt getrocknet, der Sand sitzt einigermaßen fest. Um das Ganze noch ein bisschen zu stabilisieren, benutze ich zum Grundieren immer gerne die Abtönfarbe. Die schmiert das Ganze nochmal richtig schön ein, umschließt das Ganze und dann fällt der Sand auch beim Trockenbürsten später nicht so leicht ab. Ich trage das Ganze mit dem Pinsel auf. Wer jetzt von euch denkt, ach, das ist mir zu anstrengend, ich sprühe das einfach an. Gibt ja genug schwarze Sprühgrundierung. Der sollte unbedingt aufpassen, dass kein Lösungsmittel dabei ist, denn ansonsten löst sich der Styrodur gerne auf. Dann hat man da so unschöne Löcher drin. Michel hat das bei seinem Projekt der Wetterspitze ja schon mal eindrucksvoll gezeigt. Insofern seid da vorsichtig. Jetzt zum letzten Schritt, da machen wir wieder das Trockenbürsten. Ich habe mir dafür zwei verschiedene Grautöne rausgesucht. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich meine Asteroiden eher so dunkel haben möchte. Ich finde, das passt fürs X-Wing-Universum ziemlich gut. Ich nehme dann erstmal das etwas dunklere Grau und fange damit an, alle sechs Asteroiden einmal etwas gründlicher trocken zu bürsten. Mit dem dunklen Grau fertig bin, wiederhole ich das Ganze mit dem helleren Grau. Allerdings passe ich da auf, dass ich nicht ganz so tief trocken bürste, sondern das geht nur ganz oberflächlich, sodass tatsächlich nur ein paar der erhabenen Stellen Farbe abbekommen. Wenn das zweite Grau auch fertig trocken gebürstet ist, dann sind wir auch mit dem Anmalen fertig und die Asteroiden sind damit spielbereit. So, das war schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Falls ihr Interesse an weiteren Ateliers zum Thema X-Wing habt, schreibt uns das in die Comments. Wir haben da noch ein paar tolle Ideen. Bis zum nächsten Mal.